Du willst wissen, wie du all deine Skills effektiv, aber auch schnell levelst und was es dir bringt? Dann bleib dran, denn in diesem Video zeige ich dir alles, was du wissen musst, um auch von deinem Skill-Level her bei den dicken Chatty Boys mitzumischen. Ja, hallo meine Freunde. Viele von euch kennen die Probleme frisch nach einem Wipe, wenn unsere Skills wieder zurückgesetzt wurden. Nach gefühlt wenigen Metern hechelt unser PMC schon, als wären wir jetzt mit einer Raucherlunge des Todes gestartet. Auch wenig Gewicht zwingt unsere frischen Zahnstocherbeinchen in die Knie und gefühlt sterben wir schon an einem Schock, weil eine Fliege zu laut neben uns geschissen hat. Bratwurst. So kommen wir also schnell wieder zum Leveln unserer Skills, um gerade dieses Fresh Ripe Handicap möglichst schnell hinter uns zu bringen und dann wieder ordentliche Fights austragen zu können, unabhängig davon, welchen Spielstil du hast. Und da viele den Skills eher weniger Beachtung schenken, eher passiv laufen lassen oder auch einfach nicht wissen, wie sie am besten leveln oder wozu überhaupt, gehe ich mit euch einmal alle Skills durch und wir klären das große Wieso, Weshalb, Warum. Und um direkt Unklarheiten zu vermeiden, das Elite-Level eines Skills erreicht ihr mit Skill Level 51. Trotzdem verbessern sich danach auch weiterhin die Statuseffekte des jeweiligen Skills bis maximal Level 60. Das ist dann unser Hardcap. Und was ihr auch schon mal direkt am Anfang wissen müsst, ist, dass ihr im Raid 3 unterschiedliche Stufen vom Skill-Level-Speed habt. Die Stufe 1 mit 129% Leveling-Speed habt ihr nur so lang, bis der erste Skill-Point für den Skill erreicht ist. Dann rutscht ihr in die Stufe 2, bei der wir den normalen Leveling-Speed von 100% haben und das, bis wir die ersten 2 Skill-Points erlangt haben. Danach rutschen wir weiter auf Stufe 3. Auf dieser Stufe erhalten wir dann immer weniger Skill-Points, desto mehr Skill-Points wir im Raid generiert haben. Und zwar haben wir dann folgende Form: 0,6 mal die bereits erhaltenen Points aus dem Raid minus 1 und dann wieder mal 100. Das heißt also, haben wir beispielsweise bei einem Skill bereits 3 Skill Points erhalten in diesem Raid, ergibt das für uns 0,6 mal 3 minus 1 mal 100 gleich 36%. Das heißt, wir haben dann nur noch 36% Leveling Speed. Sollten wir jetzt aber 200 Sekunden keine Skill Points mehr generieren, wird der Counter wieder auf Stufe 2 resettet und wir sind wieder bei unseren 100%. Wir können natürlich den Multiplikator zusätzlich noch über unser Hideout beeinflussen, zum Beispiel durch die Air Filtering Unit, die Library, die Shooting Range, die Defective Wall und mit Patch 0.14 auch über die Hall of Fame. Welcher Wert durch euren aktuellen Ausbau aktiv ist, wird euch immer direkt im jeweiligen Ausbau oder der Upgrade-Stufe angezeigt. Eine kleine Anmerkung von mir noch, manchmal macht es Sinn, eine Quest, die euch als Belohnung Skill-Level-Stufen bringt, nicht direkt einzulösen und eher zu warten, bis ihr den Skill-Progress der aktuellen Stufe auf mindestens Level 9 habt, um sicherzugehen, auch das Maximum an Skill-Points durch die Quest-Belohnung zu erhalten. So, jetzt kommen wir nur einmal zu den Skills selbst und wir starten mit den Physical Skills und direkt zu Endurance, zur Ausdauer. Wenn wir Endurance, also Ausdauer leveln, bringt uns das folgende Vorteile. Ich habe euch die Prozentzahlen dazu nochmal genau dahinter geschrieben, damit ihr euch dann nochmal ein Bild draus machen könnt. Aber wichtig ist, es erhöht zum einen einmal die Ausdauer, es reduziert den Ausdauerverlust beim Sprung, es erhöht das Anhalten des Atems und reduziert die Atemerholungszeit. Das Elite-Level bringt uns hier 3 Vorteile. Es erhöht einmal die Ausdauer auf bis zu 70% insgesamt, es erhöht die Ausdauer der Hände und die Atmung ist dann energieunabhängig, also egal, ob ihr komplett mit Zero Energy gerade rumlauft. Aber interessanter ist, wie leveln wir Endurance denn eigentlich? Einmal natürlich durch das Gym, das ihr zweimal täglich durchführen könnt, und durch Sprinten oder Gehen ohne Übergewicht. Hierbei macht es aber keinen Unterschied, ob ihr komplett durchsprintet oder wieder Stamina regeneriert, bis ihr den ersten Skillpunkt bekommen habt. Viele pushen das gerne mit Stims, um so länger sprinten zu können. Das Ganze geht dann natürlich schneller, ändert aber die Menge der Skillpunkte für dieselbe Strecke nicht. Das Verhalten der Skill-Level-Stufen bleibt nämlich gleich. Lediglich wenn ihr geht, bekommt ihr vergleichsweise nur ungefähr 30% von dem, was ihr über den Sprint für dieselbe Strecke erreichen würdet. Und wie am Anfang bereits erwähnt, kommen wir auch über Quests an zusätzliche Skill-Level-Punkte. Für Endurance wäre das einmal die Quest Swiftmon. Springen wir direkt weiter zu Strange, zur Stärke. Durch das Leveln dieses Skills werden viele Sachen erhöht. Einmal die Sprunghöhe, das Tragegewicht, die Schlagkraft im Nahkampf, das Bewegungs- und Sprinttempo, die Wurfweite. Es reduziert aber auch den Ausdauerverlust, wenn wir mit der Waffe zielen. Auf dem Elite-Level summieren sich ausgerüstete Waffen nicht zum Gewicht des Charakters. Das heißt, die Waffen, die ihr am Mann tragt, also nichts, was ihr noch im Rucksack drin habt an Waffen, sondern wirklich nur die, die ihr ausgerüstet habt als First oder Secondary, die zählen nicht mehr zu eurem Gewicht des Charakters. Ein weiterer Vorteil ist die Chance, kritischen Nahkampfschaden zu verursachen. Trifft jetzt auf mich nicht unbedingt zu, aber vielleicht haben wir ja einige, die hier tatsächlich mit der Axt sich öfter mal den Spaß gönnen. Ihr bekommt hier die Chance, kritischen Nahkampfschaden zu verursachen und das um 50%. Auch hier können wir den Skill wieder übers Gym leveln und wenn wir mit Übergewicht sprinten oder gehen. Alles andere verhält sich ansonsten wie beim Leveln der Ausdauer. Wollen wir also Stärke leveln, sehen wir zu, dass wir Übergewicht durch unsere Ausrüstung haben oder zum Beispiel billige Munition mitnehmen, unsere Strecke für den Skillpunkt absolvieren und dann die Muni einfach wegschmeißen und dann den Raid einfach normal weiter bestreiten. Bei der Stärke haben wir aber auch die Möglichkeit, diese noch über das Werfen von Granaten oder Angriffen mit der Melee-Weapon zu generieren. Allerdings haben wir bei diesen beiden Methoden ein Skill-Limit von 3 Punkten, die wir damit maximal erreichen können. Solltet ihr also unbedingt das Maximum aus einem Raid rausholen wollen, packt euch auch einfach ein paar günstigere Granaten ein. Und bei Abschluss der Quest Escort bekommt ihr auch nochmal Skill-Level-Punkte als Belohnung.
Und weiter geht's mit Metabolismus. Unsere Vorteile sind hier einmal die positiven Effekte von Speisen und Getränken. Es reduziert die Dauer der negativen Wirkung von Stims, Nahrungsmitteln und auch Wasser. Und auf dem Elite-Level erleiden wir keinen Schaden mehr durch Erschöpfung oder Dehydrierung. Metabolismus leveln wir natürlich durch das Konsumieren von Lebensmitteln. Wichtig hierbei, ihr levelt das nur in vollem Umfang durch das Essen und Trinken im Raid. Konsumiert ihr die Lebensmittel im Stash, bekommt ihr nur die Hälfte an Skillpunkten. Der Wert nach dem Konsumieren im Stash wird aktuell immer noch falsch angezeigt. Erst im Raid seht ihr dann wieder den richtigen Skillpunktestand. Des Weiteren zählt für das Generieren der Skillpunkte hier nicht, wie oft ihr esst oder trinkt, sondern wie viel Energy- und Hydration-Punkte ihr damit wieder aufstockt. Also ja, natürlich so oft wie möglich essen und trinken im Raid, aber halt auch nur dann, wenn ihr auch Energy- oder Hydration-Punkte wieder auffüllen könnt. Den Verbrauch könnt ihr natürlich auch beschleunigen, wenn ihr es in eher kurzen Raids drauf anlegen wollt, indem ihr zum Beispiel Painkiller wie Ibuprofen, Analgin oder Nahrung wie Condensed Milk nimmt, die eure Hydration oder Energy wieder verbrauchen, um dann diese direkt wieder durch Essen und Trinken aufzufüllen. Aber wie gesagt, das wäre dann eher ausgelegt für wirklich kurze Raids, das ansonsten eher eine Verschwendung von Geld wäre. Und 2 Skill-Level-Punkte könnt ihr bekommen, wenn ihr die Quest Survivalist Path Junkie abschließt. Und damit kommen wir jetzt einmal weiter zum Skill Health. Die Vorteile hierbei sind einmal, dass das Risiko von Gliedmaßenfrakturen reduziert wird, der Energieverbrauch, aber auch die Dehydrierungsrate. Auf dem Elite-Level erhalten wir hier sogar eine Schadensabsorption. Den Health-Skill levelt ihr passiv mit. Jedes Mal, wenn ihr einen Punkt bei den Skills Ausdauer, Stärke oder Vitality levelt, erhaltet ihr automatisch 0,5 Punkte dafür bei eurem Health-Skill. Die Quest An Apple a Day Keeps the Doctor Away bietet euch hier die Möglichkeit, zusätzlich noch an Skill-Level-Punkte zu kommen. Und wo wir gerade dabei sind, kommen wir zur Vitality. Auch diese hält wieder einige Vorteile für uns bereit. Und zwar reduziert es einmal hier die Blutungswahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit durch den Verlust einer Gliedmasse zu sterben. Auf dem Elite-Level wird hier einmal unsere Gesundheitsregeneration im Kampf erhöht, aber auch einmal auf dem Elite-Level den Vorteil, dass alle Blutungen von selbst stoppen. Also das bedeutet, dass die Blutung ohne den Einsatz medizinischer Hilfsmittel nach einigen Sekunden automatisch stoppen. Und das Level dieses Skills können wir wieder aktiv beeinflussen, denn wir bekommen 0,1 Punkt für jeden Schaden, den wir nehmen und 0,3 Punkte, wenn wir Blutungsschaden erleiden. Wenn wir das jetzt nicht nur durch die Fights erreichen wollen, sondern noch etwas mehr forcen, ist hier nach wie vor eine gute Möglichkeit, unsere masochistische Ader auszuleben und durch Stacheldraht zu laufen. Ihr könnt während ihr das macht Stims nutzen, die euch währenddessen wieder kontinuierlich hochheilen. Und über die Quest Ambulance und Crisis könnt ihr hier zusätzlich Skill-Level-Punkte als Belohnung erhaschen. So, und als nächstes kommen wir zur Stressresistenz. Dieser Skill reduziert die Wahrscheinlichkeit eines Schmerzschocks, reduziert die Zitterschwingung, also das Zittern, was wir erhalten, wenn wir zum Beispiel einen gebleckten Arm haben und dann trotzdem zielen wollen. Das Elite-Level gibt euch hier einmal Zugriff auf den Berserker-Modus. Das heißt, wenn ihr starken Schaden nehmt, gibt euch dieser Modus eine Art Painkiller-Effekt, der euch schwere Blutungen nimmt, euren Ausdauerverbrauch einfriert und einen Tunnelblick für kurze Zeit gibt. Das sozusagen letzte heftige Aufraffen im Fight. Aber lasst euch gesagt sein, dieser Effekt tritt eher willkürlich auf und die Zeitspanne, in der der Berserker-Modus aktiv ist, ist relativ kurz, nimmt dann ab, kann dann natürlich wiederkommen, aber die Zeitspanne ist wirklich extrem gering. Aber wie leveln wir Stressresistenz denn jetzt? Das zu leveln ist relativ simpel, wenn ihr es forcen wollt. Was sicher funktioniert ist, wenn ihr den Pain-Effekt erleidet. Allerdings ist das etwas mühselig, wenn ihr das über Brüche oder Beschuss durch einen Mate von euch versucht. Der effektivste Weg ist hier meiner Meinung nach noch durch Feuerschaden. Natürlich ist es hier schwierig dabei, seine Ruhe zu haben. Sucht euch also abgelegenere Ecken, wo oft kaum jemand hingeht, wie zum Beispiel auf Shoreline in der brennenden Tankstelle. Geht zur Vordertür, bleckt all eure Gliedmaßen, heilt Thorax und Kopf wieder hoch und dann wieder vorsichtig ans Feuer. Schaden nehmen, heilen, wieder ans Feuer und so weiter. Passt aber auf, der Feuerschaden hittet hart. Nehmt also genug Metz mit und bewegt euch nicht zu weit ins Feuer. Das kann am Anfang halt etwas tricky sein. Wir haben allerdings auch noch 4 Quests, die uns auch wieder Skill-Level-Punkte als Reward geben. Einmal die Quest Psycho-Sniper, The Survivalist Path Cold-Blooded, The Survivalist Path Wanted Beast und einmal Swift One. Das war's mit Stress Resistance, weiter geht's mit dem Immunity Skill. Dieser reduziert alle negativen Auswirkungen von Stims, Nahrung etc., genauso auch die Giftwirkungskraft und es erhöht die Wirkungszeit von Schmerzmitteln. Auf dem Elite-Level haben wir hier eine Chance, eine Immunität gegen negative Auswirkungen von Stims und Nahrungsmitteln etc. zu erreichen. Des Weiteren auch noch die Chance, Immunität gegen Gifte zu erlangen. Das sind jetzt für die meisten von euch wahrscheinlich nicht so die harten Vorteile, aber je nach Spielweise kann das für den einen oder anderen doch etwas interessanter sein und gerade wenn man sich auch öfter mal mit den Kultisten anlegt, ist das hier natürlich etwas interessanter. Diesen Skill leveln wir, wenn wir die negativen Effekte von Stims und Nahrung nutzen und überleben.
Das heißt, wir bekommen die Skill Points, nachdem der negative Effekt ausgelaufen ist, und erhalten für jede Sekunde, die der Effekt aktiv war, um die 0,0045 Punkte. Wichtig hierbei, die Punkte für negative Effekte stacken nicht. Das heißt, es ist egal, wie viele ihr gleichzeitig erleidet. Der Wert zählt jeweils nur dafür, dass ihr allgemein gerade einen negativen Effekt habt und für die Dauer. Wenn ihr das jetzt forcen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel über lange andauernde Stims wie Obdolbos 2, das sind 30 Minuten mit mehreren Debuffs, oder Meldonin, 15 Minuten mit mehreren Debuffs, die längste Dauer rauszuholen. Das ist allerdings etwas kostenintensiv, risikoreich und müsst ihr hier darauf achten, genug Essen und Trinken und Heilung mitzunehmen. Der wohl kosteneffektivste Weg ist hier über den Max Energy Drink. Der ist meist sehr erschwinglich und gibt euch lediglich einen 5 Minuten Debuff auf Stress Resistance. Hier also diesen alle 5 Minuten zu trinken, wäre die kosteneffektivste Variante. Natürlich haben wir auch hier noch Quests, die uns Skill Level als Belohnung geben. Das sind einmal Crisis und The Huntsman Path Relentless. Das waren auch schon unsere Physical Skills. Machen wir weiter mit den mentalen Skills. Und da starten wir mit dem Charisma. Da viele von euch auch heute noch das Leveln dieses Skills für die Quest bei Ragman als Tortur empfinden. Aber was bringt uns das Leveln dieses Skills überhaupt? Der Skill reduziert einmal die Kosten für den Ersatz auf operative Aufgaben, die Preise für Heilungsdienste nach dem Raid, die Preise für Versicherungsdienstleistungen und reduziert aber auch bezahlte Exfil-Preise, das heißt, wenn ihr rausgehen möchtet, übers Auto etc. Das Elite-Level fügt uns hier einmal einen Rabatt auf die Scav-Case-Preise hinzu, also das heißt, wenn ihr eure Scavs für Geld losschickt. Es reduziert den Reputationsverlust bei dem Händler Fans, den ihr erleidet, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Scheiße baut, als Scav einen Scav tötet etc. und fügt eine weitere tägliche operative Aufgabe hinzu. Aber wie leveln wir jetzt Charisma? Wichtig hierbei ist, dass wir Charisma auch wieder nebenher leveln, indem wir Skillpunkte bei Attention, Intellect oder Perception erlangen. Auch hier bekommen wir wieder 0,5 Punkte für jeden Skillpunkt, den wir bei den anderen Skills erreichen. Des Weiteren leveln wir den Skill aber auch, wenn wir Waffen oder Ausrüstung mit dem Repair Kits reparieren, Operational Tasks absolvieren oder auch unser Gear versichern. Da wir aber über die anderen drei Skills Punkte miterlangen, ist auch hier der effektivste Weg, das über das Looten zu tun. Alles, was ihr findet, packt ihr also in euren Rucksack und schmeißt es dann einfach wieder weg, wenn ihr es nicht brauchen solltet. Wichtig ist aber, dass ihr es einmal in euer Inventar packt und nicht einfach in einem Scav oder in der Kiste liegen lasst. Damit schon von früh an zu starten, erspart euch spätestens den Struggle, wenn es zu der Quest Charisma Brings Success von Ragman kommt. Und über die Quests des Stylish One könnt ihr euch auch nochmal ein Skill-Level sichern, obwohl ich vermutlich lieber die anderen Wege nutze, als die Quest, in der ich auf meiner Hassmap Interchange versuchen muss, Killer 50 Mal zu töten. Springen wir an dieser Stelle aber einmal weiter zum Skill Intellect. Hierzu kurz gesagt, dass hier manche Effekte noch nicht vollumfänglich implementiert sind. Trotz alledem erhöht uns der Skill die Geschwindigkeit der Gegenstandsprüfung, die Wirksamkeit der Waffenreparatur und es reduziert einmal den Punkteverbrauch des Reparatursets. Auf dem Elite-Level erhalten wir einmal den Vorteil des Munitionszählen, also dass ihr verschossene Munition automatisch mitzählt. Des Weiteren Containerinhalte angezeigt bekommt, ohne searchen zu müssen. Leveln können wir den Skill nur über das Craften von Items im Hideout. Allerdings bekommen wir auch nur 0,5 Punkte für alle 15 Crafting Points, die wir generiert haben. Wenn wir Body Armor mit Armor Repair Kits reparieren, genauso auch bei Waffen. Eigentlich sollten wir durch das Examinen bzw. Untersuchen von Items 0,5 Punkte pro Untersuchung bekommen, die wir noch nicht kennen. Allerdings ist das wohl verbuggt und wir erhalten dafür derzeit keine Punkte. Aber natürlich erhalten wir auch wieder Skillpunkte über das Fertigstellen von gewissen Quests. Diese sind hier einmal Psycho-Sniper und The Career. Weiter geht's mit dem Memory Skill. Dieser bietet uns die Effekte, dass die Rate reduziert wird, mit der man Fertigkeiten vergisst. Einmal reduziert es aber auch das Zurücksetzen von Fertigkeitsstufen und auf dem Elite-Level vergessen wir überhaupt keine Fähigkeiten. Und bevor ihr jetzt in die Tasten haut, was ich für Kacke erzähle, richtig, beim Zurücksetzen von den Fertigkeitsstufen muss ich noch was erwähnen. Und zwar ist das irrelevant, da der Skill Rollback in einem Patch 2018 entfernt wurde. Heißt aber nicht, dass das irgendwann wiederkommt. Deswegen habe ich es hier mit aufgeführt, aber aktuell, merkt euch einfach nur, ist das nicht mit implementiert. Und diesen Skill leveln wir auch nur passiv nebenbei, da wir hier 0,4 Punkte bekommen für alle 5 Punkte an XP, die wir in Physical oder Practical Skills generiert haben. Und nun kommen wir einmal zum Perception Skill, der uns hier merkbare Effekte gibt, wenn wir diesen leveln, und zwar erhöht er die Hörweite und er erhöht den Loot-Erkennungsradius. Und auf dem Elite-Level bekommen wir eine Art Loot-Annäherungsbenachrichtigung, also ein Hinweis darauf, dass sich Loot in eurer Nähe befindet. Das äußert sich allerdings nicht über eine Nachricht oder ein Pop-Up, sondern lediglich über den kleinen weißen Punkt, den ihr sonst auch habt, wenn ihr nah an einem Item seid und über ihn drüber hovert. Und der Unterschied hier bei Elite-Level ist, dass der Punkt angezeigt wird, egal wo ihr hinschaut. Ihr müsst euch nur in einem nahen Radius zum Item befinden, dann wird euch dieser Loot Dot schon angezeigt. Und wir leveln diesen Skill ganz einfach, wenn wir Items finden und looten. Hierbei ist es auch nicht wichtig, was für Loot das ist. Natürlich haben wir aber auch Quests, die uns hier Skill-Level-Punkte einbringen und das sind einmal The Survivalist Path Eagle Owl, The Survivalist Path Tough Guy sowie Psycho Sniper und Calibration. Und den Abschluss der mentalen Quests macht einmal der Skill Attention.
Dieser erhöht die Loot-Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit vom Examinder-Items. Das Elite-Level verdoppelt uns hier einmal die Loot-EP und die Chance, ein Item sofort in einem Container zu finden und aufzudecken. Wie wir diesen Skill leveln, ist denkbar einfach, indem wir Loot-Container looten und die Items searchen. Das bringt uns 0,1 Skillpunkt pro Item. Die Quest Farming Part 4 und Boost bringen uns hier als Belohnung auch nochmal ein paar Skillpunkte. Jetzt kommen wir einmal zur größten Kategorie und das sind die Practical Skills, die wir hauptsächlich in der Art leveln, je nachdem wie wir spielen, aber das wird gleich klarer, wenn ich auf die Skills eingehe. Nehmen wir zum Beispiel als allererstes das Covered Movement. Erhöht uns einmal die verdeckte Bewegungsgeschwindigkeit, reduziert aber auch den Geräuschpegel von Waffen und Ausrüstung und auf dem Elite-Level sind verdeckte Bewegungen auf allen Oberflächen gleich leise. Wir leveln diesen Skill, indem wir uns zum Beispiel mit weniger als 25% Bewegungsgeschwindigkeit bewegen. Die Punkte hier werden so lange gewonnen, solange wir uns auf diese leise Weise bewegen, egal hierbei ob wir das im Stehen, Hocken oder im Gehen machen. Weiter geht's mit dem Crafting Skill. Dieser reduziert die Herstellungszeit von Gegenständen, aber auch die gesamte zyklische Produktionszeit, außer der Bitcoin Farm. Auf dem Elite Level haben wir hier die Fähigkeit, bis zu zwei verschiedene Gegenstände gleichzeitig in einer Zone herzustellen. Das Crafting Level wir sinngemäß, wenn wir Items im Hideout craften. Hierbei bekommen wir allgemein einen Punkt für alle 8 Stunden, die wir craften. Für das Fertigstellen einzigartiger Items bekommen wir jeweils 2,5 Punkte und einen Punkt nochmal für das Fertigstellen eines Items, wenn wir am selben Modul dann immer etwas unterschiedliches herstellen als zuvor. Wenn ihr also eben Printed Circuit Boards hergestellt habt, danach dann erstmal etwas anderes am selben Modul herzustellen, wie zum Beispiel Green Batteries. Craftet ihr aber immer denselben Item und immer wieder hintereinander weg, gibt euch das dann keine Punkte mehr. Achtet also darauf, immer wenigstens zwei verschiedene Items an einem Modul nacheinander herzustellen, um hier keine Punkte zu verschenken. Und über die Quests The Courier, Boost und The Huntsman Path Relentless kommt ihr auch nochmal zusätzlich an Skillpunkte. Da wir grob beim Thema sind, bleiben wir im Hideout und schauen uns den Skill Hideout Management an. Dieser erhöht alle prozentualen Boni aus Hideout-Zonen, reduziert den Kraftstoff-, Luft- und Wasserfilterverbrauch und auf dem Elite-Level kriegen wir einmal zwei Plätze für Treibstoffkanister, zwei Plätze für Wasserfilter, zwei Steckplätze für Luftfilter und zwei Speicherslots für Bitcoins an der Bitcoin-Farm. Den Skill leveln wir auch, indem wir Items craften. Und zwar bekommen wir dann 0,4 Punkte pro fertigem Herstellungsvorgang. Des Weiteren über die Nutzung unseres Scav-Cases, indem wir Ressourcen im Hideout verbrauchen und indem wir Module upgraden. Pro Upgrade erhalten wir 8 Punkte. Mit der Quest The Choice erlangen wir auch nochmal zusätzlich Skillpunkte. Weiter geht's mit dem Search Skill, der eher den Quickie hier darstellt, denn diese Fertigkeit bietet derzeit außer ihrem Elite-Vorteil keine Verbesserung bei der Search-Geschwindigkeit, da die Search-Geschwindigkeit von der Fertigkeit Attention abhängt. Mit dem Elite-Level-Vorteil kann man aber zwei Gegenstandscontainer wie Cases und Rucksäcke gleichzeitig durchsuchen. Und das war's auch schon zum Search Skill, wandern wir zum Surgery Skill. Dieser erhöht die Operationsgeschwindigkeit, reduziert die HP-Einbußen bei Operationen und auf dem Elite-Level erhöht er die Operationsgeschwindigkeit auf insgesamt 50% und reduziert die HP-Einbußen bei Operationen auf 100%. Das heißt, Gliedmaßen werden wieder mit voller HP wiederhergestellt. Leveln können wir diesen Skill, indem wir gebleckte Bodyparts wiederherstellen mit dem Surfkit oder dem CMS. Wir erhalten hier einen Punkt pro wiederhergestelltem Bereich. Natürlich auch wieder über Quests und zwar über The Survivalist Path Combat Medic und Crisis. Wer hier tatsächlich mal das Maximum erreichen möchte, und das eher nebenbei, könnt ihr am Ende jedes Raids beide Beine blecken, indem du zum Beispiel von einem Felsvorsprung springst oder dich von einem Freund anschießen lässt und dann natürlich beide Beine wiederholen. Um einmal ein paar Zahlen zu nennen, wenn man beispielsweise in jedem Raid 4 Surgeries durchführt, bräuchte man 1400 Raids, um das Max-Level zu erreichen. Dauert also ein wenig, um das mal milde auszudrücken. Aber je nachdem, wie viele Raids ihr so pro Vibe schafft, ist das ja vielleicht interessant für euch oder eben nicht. Nun kommen wir zu den Mag-Drills. Die Vorteile hier kann man sich fast schon denken, aber gehen wir hier mal ins Detail. Der Skill erhöht hier einmal die Munitionsladegeschwindigkeit, er erhöht aber auch die Munitionsentladegeschwindigkeit und er erhöht die Geschwindigkeit der Magazinüberprüfung sowie die Genauigkeit der Magazinüberprüfung über das Kontextmenü. Auf der Elite-Stufe wird das Magazin sofort überprüft, wenn wir es ins Inventar schieben. Aber auch das Laden des Magazins erfolgt mit jeder geladenen Patrone dann schneller. Diesen Skill könnt ihr leveln über das Laden und Entladen von Magazinen im Raid, aber auch über das Checken eurer Magazine. Aber bleiben wir gleich mal grob bei den Waffen und nehmen uns den Skill Weapon Maintenance vor. Dieser reduziert den Waffenverschleiß beim Schießen, die Verschleißwahrscheinlichkeit während der Reparatur und auf der Elite-Stufe reduziert er die Verschleißwahrscheinlichkeit bei Verwendung von Reparatursätzen um 50%. Eine genaue Auflistung, was euch die Levelstufen bringen, habe ich euch hier einmal eingeblendet, findet ihr aber auch zum Nachlesen im Tarkov-Wiki. Leveln könnt ihr den Skill nur über das Reparieren der Waffen im Stash mit einem Weapon Repair Kit. Hierbei zählt, wie oft ihr Waffen über diesen Weg repariert habt. Solltet ihr also gerne das Max-Level forcen wollen, kauft euch über den Flea kaputte Waffen und repariert sie. Nutzt hier den Filter im Flea, sodass euch nur Beschädigte angezeigt werden, um Zeit zu sparen. Für euch nochmal nice to know, in Patch 13.0 hatte ich das einmal geforst und da hat es mich von Level 1 bei dem Skill bis Level 51 ca. 4 Stunden an Zeit und um die 15 Millionen Rubel gekostet. Wenn sich das jetzt unterscheiden sollte und ihr da schon neuere Infos habt, was den aktuellen Patch angeht, haut's gerne in die Kommentare. Von den Waffen kommen wir jetzt einmal zu den Skills
Light- und Heavy Vests. Bei dem Light West Skill verbessert der Skill die Beweglichkeit und verringert das Ausmaß der erlittenen Durchdringung und des Nahkampfschadens an der Gesundheit. Bei dem Heavy West Skill verringert der Skill den erlittenen Gesundheitsschaden durch Penetration, den Explosionsschaden an Gesundheit und Rüstung und verbessert die Mobilität. Im Detail bedeutet das beim Light West Skill, es reduziert einmal die Bewegungsgeschwindigkeitsnachteil beim Tragen leichter Rüstung, es reduziert den Nahkampfschaden an Körperteilen, die von leichter Rüstung bedeckt sind, den Verschleiß bei der Verwendung von Reparatursets und auf dem Elite-Level werden von leichter Rüstung bedeckte Körperteile nun immun gegen Blutung und eine Chance während der Reparatur keinen Verschleiß zu verursachen. Bei dem Heavy West Skill reduziert es einmal den Bewegungsgeschwindigkeitsnachteil beim Tragen schwerer Rüstung, es reduziert aber auch stumpfen Schaden an Körperteilen, die von schwerer Rüstung bedeckt sind und es reduziert den Verschleiß bei Verwendung von Reparatursets. Auf dem Elite-Level besteht hier die Chance, eine Kugel von schwerer Panzerung abzuwehren und die Chance, während der Reparatur keinen Verschleiß zu verursachen. Beide Skills leveln wir ähnlich. Einmal, indem wir sie mit einem Armor Repair Kit reparieren. Bei beiden Skills bekommen wir für alle 10 reparierten Armor Points 0,4 Skillpunkte. Wir erhalten allerdings auch XP dafür, wenn wir Haltbarkeitsschaden an der Heavy- oder Light-West-Rüstung erleiden. Weiter geht's mit dem Prone Movement. Dass das jetzt nicht unbedingt der Skill ist, den man unbedingt auf Max haben möchte, kann ich mir vorstellen, aber schauen wir uns ihn trotzdem mal an. Dieser Skill macht im Endeffekt unser Crouchen bzw. Gleiten leiser und schneller. Der Elite-Skill gibt uns hier nochmal mehr Geschwindigkeit beim Gleiten. Und ganz simpel, solange ihr in Bauchlage auf dem Boden rumschlurft, solange generiert ihr auch Punkte für diesen Skill. Und jetzt, wo ihr das wisst, kann das große Krabbeln ja beginnen. Es gibt tatsächlich noch wesentlich mehr Skills in der Kategorie Practical, allerdings sind diese noch nicht implementiert und so haben diese also keinen Effekt und also auch keine Daten, die ich euch nennen könnte. Ich stelle sie euch trotzdem schon mal kurz vor, da ihr euch so ja schon mal darauf einstellen könnt, was in der Zukunft noch kommt und dessen Effekte kann man sich meistens auch schon grob denken. So, zu den Skills, die noch fehlen. Das sind einmal Advanced Modding, Auctions, Barter, Clean Operations, Field Medicine, First Aid, Free Trading, Lockpicking, Night Operations, Shadow Connections, Silent Operations, Sniping, Task Performance und Weapon Modding. Sobald es hier Veränderungen gibt, mache ich dazu natürlich auch ein Video für euch fertig. Nun aber weiter zu den Combat Skills und direkt zu den Aim Drills. Dieser Skill erhöht die Zielgeschwindigkeit, reduziert die Zielgeräusche und auf dem Elite-Level haben wir kein Händeschütteln bei jedem Ausdauerwert die ersten 2 Sekunden nach dem Zielen. Das heißt also völlig unabhängig von eurem Atem, die ersten 2 Sekunden, die ihr ADS, sind immer 2 Sekunden shakefrei. Weiterhin auf der Elite-Stufe verhält es sich nochmal ähnlich, die ersten 2 Sekunden nach dem Zielen haben wir kein Händezittern, auch wenn wir eine Fraktur haben. Und wir leveln diesen Skill, indem wir Gegner beschießen und treffen, während wir visieren, also Aiming Down Sights. Für jeden Treffer, den wir so am Gegner landen, erhalten wir 0,2 Punkte. Und über die Quest Intimidator haben wir die Möglichkeit, auch noch an zusätzliche Skillpunkte zu kommen. Weiter geht's mit dem Skill Recoil Control. Der verbessert, wie sich jeder denken kann, unsere Rückstoßkontrolle. Leveln können wir den Skill, indem wir Waffen abfeuern. Wichtig hierbei, die Anzahl der gewonnenen Fertigkeitspunkte hängt vom Grundrückstoß der Waffe ab. Je höher der Grundrückstoß also ist, desto höher ist der Fähigkeitspunktegewinn pro abgefeuertem Schuss. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr auch hier wieder den Max-Skill so schnell wie möglich haben wollt, war bisher der günstigste Weg mit der AK. Waffen- und Munitionskosten sind hier insgesamt am günstigsten und zeiteffizientesten. So hätte mich das ungefähr 13 Millionen an Rubel gekostet und ca. 760 Raids, wenn ich 6 Skillpunkte pro Raid im Durchschnitt force. Wir machen weiter mit dem Skill Troubleshooting. Dieser erhöht uns die Fehlerbehebungsgeschwindigkeit. Das heißt, wenn unsere Waffe jammt, können wir so die Störung immer schneller beheben. Auf der Elite-Stufe fällt ein Schritt weg. Und zwar der, dass wir die Waffe untersuchen müssen, um rauszubekommen, welche Fehlfunktion unsere Waffe denn überhaupt hat. Und es reduziert allgemein die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen um 50%, wenn eine Fehlfunktion aus demselben Grund schon einmal behoben wurde. Das heißt zum Beispiel wegen eines Magazins, wegen der Haltbarkeit oder wegen einer Patrone. Gelevelt wird das Skill logischerweise, indem wir eine Störung an der Waffe beheben. Pro Störungsbeseitigung bekommen wir hier 1,6 Punkte. Und als letzten einzelnen Skill kommen wir hier zu den Throwables. Dieser erhöht die Wurfstärke, reduziert die erforderliche Wurfenergie und auf der Elite-Stufe benötigt das Werfen von Granaten keine Energie und die Ermüdung hat auch keinen Einfluss mehr auf die Genauigkeit. Level ist hier ganz simpel. Werft Granaten. Die nächsten Skills fasse ich einmal zusammen, da sich alle ähnlich verhalten, und zwar die Waffenskills der einzelnen Waffenklassen. Wir haben hier die Assault Rifles, Designated Marksman Rifles, Heavy Machine Guns, Light Machine Guns, Melee, Pistols, Revolvers, Rocket Launchers, Shotguns, Sniper Rifles, Submachine Guns und Underbarrel Launchers. Ja, Rocket Launchers haben wir aktuell noch nicht, die können auch gerne erstmal wegbleiben. Bei allen wird hier aber durch das Leveln des jeweiligen Skills die Nachladegeschwindigkeit erhöht, die Waffenwechselgeschwindigkeit und es reduziert den Waffenrückstoß und verbessert die Waffenergonomie. Auf dem Elite-Level der jeweiligen Waffenklasse zielen wir in den ersten 3 Sekunden gleichmäßig und unabhängig von der Ausdauer. Und weiterhin auf dem Elite-Level verdoppelt es unseren Mastering-Gewinn.
Alle dieser Skills werden gelevelt, indem wir Gegner mit dieser Waffenklasse treffen oder einfach nachladen. Auch über einige Quests können wir für einzelne Waffenklasse Skill-Level-Stufen als Belohnung erhalten. Eine Möglichkeit hier, Waffen möglichst schnell zu mastern, ist über das Toploaden, wenn es in der Waffenklasse auch möglich ist. Beispiel die SKS. Da jede einzelne Patrone hier als einzelner Nachladevorgang zählt. Bei Klassen, bei denen das nicht gilt, zählt halt der Magazinwechsel. Wenn man sich jetzt aber nicht doof in die Ecke hocken möchte, um stumpf nachzuladen, wäre eine Möglichkeit, während des Raids einfach mehrfach nachzuladen, auch wenn es nicht nötig ist und insofern die Situation es zulässt. Wenn ich zum Beispiel auf meinen Buddy warte, weil der immer noch am Looten ist, kann ich einfach nachladen, wenn ich ihm den Rücken frei halte oder einfach so lange mit dem Nachladen nerven, dass er dann langsam mal hinmacht und vom Looten abkommt und wir weiter können. Damit sind wir auch schon fast am Ende der Skills angelangt. Ich möchte jetzt nur noch einmal die Fraktionsskills erwähnen, die in der Zukunft noch implementiert werden sollen. Also die Skills, die ihr nur erlangen könnt, wenn ihr entweder Yusek oder Bier wählt. Auch hierzu gibt es noch keine genauen Daten, aber die Namen der Skills und die Bilder lassen ein wenig erahnen, was wir bei dem Skill vermutlich zu erwarten haben. Da hätten wir für die Beers einmal den Beer AK Systems, den Beer Assault Operations, den Beer Authority, den Beer Heavy Caliber und den Beer Raw Power Skill. Auf der Gegenseite, den Yuseks, haben wir die Skills Yusek AR Systems, Yusek Deep Weapon Modding, Yusek Long Range Optics, Yusek Negotiations und Yusek Tactics. Wir können also gespannt sein, was da noch so auf uns zukommt. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare hauen, wenn ihr schon Vorahnungen raushauen wollt, was die Skills und deren Effekte angeht. Ja, meine Freunde, damit sind wir jetzt aber auch wieder am Ende des Videos angelangt und ich hoffe an dieser Stelle, ich konnte euch alles um die Skills etwas näher bringen, helfen, euren Progress etwas besser auszurichten und zu beschleunigen. Tut mir nur einen Gefallen, levelt die Skills jetzt nicht auf Krampf, nutzt die Infos, um einfach nebenher vielleicht einfach mehr davon zu haben und euer Gameplay etwas zu verbessern, um vielleicht mehr Erfolg und Spaß in den Raids zu haben. Der Scav kann euch trotzdem one-tappen, auch wenn ihr eure Skills alle auf Max habt. Schreibt mir natürlich in den Kommentaren, ob euch das Video gefallen hat, aber natürlich auch, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, damit ich es auch in Zukunft noch besser machen kann. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da und einfach so einen Kommentar für den YouTube-Algorithm, damit auch andere vielleicht auf das Video stoßen und davon profitieren können. Social Media und den ganzen Bums habe ich auch, schaut also gerne auch da vorbei, wenn ich mal gerade nicht live bin. Ansonsten war's das jetzt mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.